Die MMP Academics in den weißen Trikots. Guck mal, wer den Tip-Off gewinnt. Aber das ist erstmal ein Ding für die BG Göttingen. Also los geht's, die Göttinger. Schön, wie Elijah Giles hier den Ball raustippt. Oh, die Antwort auf der anderen Seite von Silinch. Wichtig hier den Ball wieder erobert. Shotclock bei 10 Sekunden. Stark erkämpft und mit Foul. Stark gemacht. Da sehen wir noch, wie er hier genau zum richtigen Zeitpunkt startet. Jeffrey Carroll. Shotlock fast abgelaufen. Childs mit dem Fadeaway, aber den holt sich Göttingen. Diesen Rebound. Oh, stark da zum Korb gezogen. Stark verteidigt. Julius. Keiner attackiert ihn. Ah, aber ich bleib dabei. Das funktioniert alles noch nicht so richtig. Oh, jetzt haben sie den Start mitten. Sie bleiben weiter perfekt, was die Freiwurfausbeute angeht. Zach Ensminger jetzt mit dabei und findet. Wir sehen, was nochmal gegen Vargas sich durchsetzt. Und dann. Oh, nee, das darf dann nicht passieren. Das war ganz, ganz schlau von Zach Ensminger. Offensive eingestellt, versuchen da gleich zu stören. Jaworski. Schöner Zug zum Korb von Justin Jaworski. Kommt in dieser Partie. Und jetzt mit dabei. Aber Zach Ensminger wieder stark und jetzt geht schnell nach vorne. Schön durchgesetzt hier, aber wir gucken mal unten auf die Grafik. Nach wie vor schwierig, was die Dreierausbeute angeht. Auf beiden Seiten, aber dafür hauen sie hier das Ding rein. Elijah Childs, 42 zu 40. Und links außen im Eck. Auch die Heidelberger nicht erfolgreich. Boah, da hat er richtig drauf gewartet. Schilinch. Und dann erobern sie den Ball. Nächster Steal. Und dann geht schnell David DeJulius zündet den Turbo. Hat es eins auch schon ein paar Mal gut wunderbar funktioniert. So, hier sehen wir nochmal den Block. Schilinch wartet, wartet. Pff, und dann nimmt er ihm das Ding weg. Chance. Und jetzt von draußen für drei. Rich holt sich den Rebound. Der ist bei Heidelberg und dann geht's schnell. Sisi. Oh, schön freigespielt. Aber da war wieder Wasser zwischen. Aber jetzt ist er da. Ein bisschen Zielwasser genommen. Genau so soll es doch sein. Waren dann doch zu viele Fehlwürfe. Und hier das N1. Antisevic mit dem Foul. Behauptet den Ball. Charles stellt den Screen. Oh ja, schön. Auf Charles. Gutes Zusammenspiel der beiden. Jetzt immer noch nicht gut. Auf beiden Seiten muss man fairerweise da sagen. Aber sie haben es auch ganz gut unter Kontrolle beim Zug zum Korb. Jetzt sind hier zwei. Ach, komm, sage ich's. Ja, danke. Oh, Miss Wedge, ja, und das nutzen sie aus. 70 zu 63. Göttingen verkürzt wieder ein bisschen. Hartwig. Kessen. Da sehen wir es nochmal, wie er sich durchgesetzt hat. Aber hier fast der Ball gewinnt. Schön. Carroll auf Wally.
3 von 15, 20%. Heidelberg mittlerweile unter 20%. Jaworski, Giles kämpft. Giles holt sich den Rebound. Giles macht die Punkte and one. Double perfekt. Elijah Giles, 18 Punkte, 10 Rebounds. Die da frei werden beim Tabellenschlusslicht. 7-0 Lauf der Heidelberger. Der war viel zu kurz. Oh, Ball ist wieder bei Göttingen. Childs muss da natürlich auch die Finger jetzt so ein bisschen weglassen. Ansonsten ist schnell das fünfte Foul da. The Julius. Oh, schön rausgelegt für 3 Göttingen. Orly, Charles, Charles für 3. Aber Orly mit dem Rebound und dann haut er das Ding durch die Reuse. Aber man merkt, wie bei beiden Teams es hier um alles geht. 80 zu 70 stand es jetzt, steht 82 zu 79. Ausgleich Göttingen! Der Göttinger! Und so schnell können Emotionen sich verändern. Das ist unglaublich. Ja, sehr eng jetzt. Spiel wieder breiter machen. Charts stellt den Screen. Hund, Bennett Hund. Der sitzt. Für 3, die Göttinger, die Partie. Und Ingo Freier nimmt die nächste Auszeit. Göttingen, schöner Block von Zipser. Hier nochmal Zipser, wie er angeflogen kommt. Schönes Ding von draußen. Wow, der nächste Dreier für Göttingen. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Jaworski, Jaworski für 3. Jaworski für 3. Ballgewinn bei Göttingen. Sie holt sich den Rebound. Und jetzt geht's nach vorne. Und jetzt holen sie sich den Sieg.